Das Leben und das traurige Ende von Martha Eggert. Eggert wurde in Budapest als Tochter von Tilly, einer dramatischen Koloratursopranistin, und Paul Eggert, einem Bankdirektor, geboren. Eggert begann bereits in ihrer frühen Kindheit zu singen. Ihre Mutter widmete sich ihrer Tochter, die im Alter von 11 Jahren als Wunderkind bezeichnet wurde und ihr Theaterdebüt in der Operette Mannequins gab. In dieser Zeit und in den folgenden Jahren begann Eggert, das anspruchsvollste Koloraturrepertoire von Komponisten wie Rossini, Meyerbeer, Offenbach und Johann Strauss II zu singen. Als Teenager unternahm Eggert eine Tournee durch Dänemark, Holland und Schweden, bevor er auf Einladung von Emmerich Kahlmann nach Wien kam. Kahlmann lud sie nach Wien ein, um Adele Kern, die berühmte Koloratur der Wiener Staatsoper, in seiner Operette Das Veilchen vom Montmartre zu begleiten. Eggert übernahm schließlich unter großem Beifall der Kritiker die Titelrolle, nachdem Kern plötzlich erkrankt war. Anschließend spielte Eggert im Alter von 17 Jahren die Rolle der Adele in Max Reinhardts berühmter Hamburger Inszenierung Der Fledermaus von 1929. In den frühen 1930er Jahren wurde Eggert von der Filmindustrie entdeckt und ihre Karriere begann, was zu internationalem Ruhm führte. Sie drehte mehr als 40 Filme in 5 Sprachen: Ungarisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Zu den Höhepunkten gehörten Wo ist diese Dame? 1932, Ein Lied, ein Kuss, ein Mädel, Berlin 1932, Musik Robert Stolz, Die Tschardas-Prinzessin, 1934, Die blonde Carmen, Berlin 1935, Casta Diva, Die Geschichte von Bellini, Rom 1935, Das Hofkonzert, 1936, Zauber der Bohème, mit Jan Kipura, sowie 2 eigens für sie geschriebene Filme von Franz Lehár. Es war einmal ein Walzer, 1932, und Die ganze Welt dreht sich um Liebe, Wien 1935. Am Set des Films Mein Herz ruft immer nach dir von 1934 lernte sie den jungen polnischen Tenor Jan Kipura kennen und verliebte sich in ihn. Sie heirateten 1936 und wurden gemeinsam als Europas Liebespaar bekannt und sorgten überall für Furore. Am 10. Februar 1938 debütierte Jan Kipura an der New Yorker Metropolitan Opera als Rodolfo in Puccinis La Bohème. Später sang er Hauptrollen in Tosca, Rigoletto, Carmen, Männern und Aida und gab bis zu 80 Konzerte pro Jahr in den Vereinigten Staaten und Kanada. Während Kipura durch die Vereinigten Staaten tourte, wurde Eggert vom Schubert Theater am Broadway unter Vertrag genommen, um in Richard Rogers Musical Higher and Higher aufzutreten. Anschließend unterzeichnete sie einen Vertrag mit Metro-Goldwyn-Mayer in Hollywood und drehte in den frühen 1940er Jahren 2 Filme mit Judy Garland. Für mich und meine Frau im Jahr 1942 und die Präsentation von Lily Mars im Jahr 1943. In Chicago traten Eggert und Kipura gemeinsam auf der Opernbühne in La Bohème auf, um begeisterte Kritiken zu erzielen. 1943 traten sie gemeinsam am Broadway im Majestic Theater in einer überarbeiteten Produktion von Lehár's The Merry Widow auf, unter der Leitung von Robert Stolz und der Choreografie von George Balanchine. Sie führten The Merry Widow schließlich mehr als 2000 Mal in 5 Sprachen in ganz Europa und Amerika auf. 1945 waren sie wieder gemeinsam am Broadway im Musical Polonaise. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten sie nach Frankreich zurück und drehten Filme wie Valse Brillante, 1949, und The Land of Smiles, 1952, bevor sie 1954 The Merry Widow an das Londoner Palace Theatre brachten. Während ihrer gesamten Karriere unterhielt Eggert aktive Konzertreisen durch Europa, Kanada und die Vereinigten Staaten und kombinierte ihr umfangreiches Repertoire an Liedern, Opern, Filmliedern und insbesondere Wiener Operette. Kipura starb 1966. Eggert hörte zu dieser Zeit für mehrere Jahre auf zu singen. Schließlich beschloss sie, von ihrer Mutter überredet, ihre Karriere wieder zu beleben. In den 1970er Jahren begann sie, regelmäßig im Fernsehen aufzutreten und aktiv Konzerte in Europa zu geben.
1982 kehrte sie auf die amerikanische Bühne zurück, um in dem Tom Jones, Harvey Schmidt Musical Colette neben Diana Rigg in Seattle und Denver und später in Stephen Sondheims Follies in Pittsburgh mitzuspielen. 1999 im Alter von 87 Jahren sang sie auf der Bühne der Wiener Staatsoper in einer speziellen Fernsehmatinee des Opernimpresarios und Historikers Marcel Pravi, anlässlich der Erstproduktion von Lehas Die lustige Witwe. Sie sang ein Medley aus der Operette in 4 Sprachen und erhielt spontan Standing Ovations. Dieses Medley wiederholte sie im Jahr 2000 bei einer Gala zum 200-jährigen Jubiläum des Wiener Theaters an der Wien. 2001 kehrte Eggert für ein Interview-in-Konzert nach London in die absolut ausverkaufte Wigmore Hall zurück, begleitet vom Dirigenten-Pianisten Alexander Frey und moderiert vom britischen Autor und Kritiker Brendan Carroll. Sie sang auch bei den jährlichen Konzerten der Licia Albanese Puccini Foundation in der Alice Tully Hall des Lincoln Centers unter großem Getöse. Sie war in Österreich in der beliebten Fernsehdetektivserie Tatort zu sehen, in der sie die Rolle einer alternden Diva spielte, die in einem Mordfall verdächtigt wird. Zu den Höhepunkten 2006-2007 zählten 2 Konzerte mit Interviews im Metropolitan Museum of Artikel. Sie einen Auftritt beim österreichischen Kulturforum im Rahmen der Reihe Mostly Operette, Operettenmeisterkurse an der Manhattan School of Music, sowie ein Auftritt bei der Jüdischen Gesellschaft für Altendienste, JASA. Ihr letzter Auftritt war 2011 im Alter von 99 Jahren. Eggert starb am 26. Dezember 2013 in Rye, New York. Sie war 101 Jahre alt. Keep Urras ebenso aktiver Konzertplan führte oft dazu, dass das Paar vorübergehend getrennt wurde. Aber die internationalen Tourneen des Paares führten sie oft in derselben Stadt zusammen, wo sie vor begeistertem Publikum auftraten. In London gaben sie 1956 2 ausverkaufte Konzerte in einer Woche in der Royal Albert Hall. Das Paar sang in den 1950er und 1960er Jahren mit weiteren Produktionen von The Merry Widow in den USA, Konzerten und anderen Produktionen in Europa. 1965 brachten sie The Merry Widow für einen weiteren erfolgreichen Lauf zurück nach Berlin.